Ein rivalisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu The Witcher 2. Wir müssen immer noch das Rätsel um Baldimors, Verschwindibus-Trick hier lösen. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Achso, da war sie, glaube ich, gell? War da nicht die Trollin? Wo sie von ihrem Mann abgehauen ist? Ja, oh, sehr schön. Komplett falsch. Ja, jetzt steckt das Schwert weg und springt da runter. Mann, Mann, Mann. Muss ich vielleicht hier an der Seite runter irgendwie? Nein, muss ich nicht. Hier ist einfach komplett falsch. Er sagt auch nicht mehr mein Medaillon. So, wo bin ich jetzt noch nicht lang gelaufen? Irgendwo war noch eine Abzweigung, die hätte ich noch nehmen können. Ja, hier lang, oder? Nee, doch. Oder laufen wir jetzt wieder zurück? Da ist ein Schiff. War das vorhin schon da? Da ist was. Schlüssel erforderlich. Ja, ich habe doch den Schlüssel, oder? Ist es nicht der Schlüssel? Der hier? Hä, wo ist mein Schlüssel? Ein Schlüssel. Ja, es ist nicht der Schlüssel. Sehr schön. Toll. Super. Was eine Scheiße. Also stimmt es auch nicht, was ich da gesehen habe oder gelesen habe. Oder stimmt schon, aber ich habe nicht weitergelesen. Keine Ahnung, was ich machen muss. Gab es noch einen anderen Weg bei den beiden da? Bei den zwei Trollen? Ich glaube nicht, gell? Nee, da geht es nämlich in den Nebel raus. Ja, also war das definitiv der falsche Weg. Und jetzt kommt's gleich wieder. Oh ja, hau ab. Ich habe keine Ahnung. Aber ich gehe jetzt wieder da unten gleich in die Mine rein. Also in diesen... in das große Versteck von diesen Viechern. Weil ich die ja unbedingt sehen möchte. So. Jetzt muss ich warten, bis die Viecher wieder... wechseln. Weil die versuchen immer noch hier runterzukommen. So. Jetzt gehen wir mal rein, mal gucken. Ja, chill einfach, Geralt. Chill einfach. Vor allem halten die Viecher hier drin halt doppelt so viel aus wie davor.
Also hier gibt's nur den einen Weg, hier gibt's keinen anderen. Komm schon. Nee, da kann man nicht runter. Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Würden die wenigstens beieinander stehen bleiben, dann wäre das gar kein Problem. Aber wenn die sich aufteilen, dann mache ich immer nur bei einem Schaden. So, was ist das jetzt hier wieder? Es gibt hier keinen anderen Weg. Das ist definitiv falsch, hier durchzulaufen. Ich mach gleich das Spiel aus und guck nach einer Lösung. Das nervt mich richtig mit diesen Viechern. Mich würde interessieren, wie ich das damals gemacht habe, warum ich da so easygoing durchgekommen bin. Geht mir jetzt nicht auf den Sack. Und ich kann nicht runter. So, das wäre jetzt der rechte Weg. Also, total falsch. Naja, ich unterbreche jetzt kurz die Aufnahme, weil ich muss gucken, wie das weitergeht. Sonst ist es wieder 15 Minuten unnötig in der Gegend rumgerannt. So, wieder zurück im Spiel. Eigentlich, nur mal so, war ich richtig an dem Schiffswrack. Aber ich glaube, das Spiel hängt gerade oder hat ein Problem. Weil ich hätte zu dem Schiffswrack müssen und da hätte ich Tagebücher aufsammeln müssen. Jetzt muss ich mich stattdessen wieder hier durchprügeln. Komm, mach das Ding jetzt weg. Ich will da hoch. Und zwar ganz schnell hier raus. Wir müssen irgendwie, gibt es auch wohl eine Königin der Harpien da unten im Steinbruch, wenn wir die töten, dann sind die Harpien weg, aber ich habe jetzt noch keine Dings entdeckt gehabt. Ich will jetzt hier raus und nicht kämpfen. So. Ah,
shit, jetzt weiß ich, jetzt muss ich aufpassen. Also so ungefähr 8 Minuten darf ich jetzt nochmal aufnehmen und dann ist aber gut. So, habe ich da oben noch was vergessen gehabt? Eigentlich nicht, glaube ich. Ne. Zumindest wird mir nichts angezeigt. Kann ich jetzt hier hochklettern? Magie oder Gefahr? Generve würde ich behaupten, Generve. Jetzt wird es auch noch neblig, ey. Ja, wenn sie uns jetzt angreifen, kriegen sie halt selber wieder aufs Maul. Das sind sie selber schuld, weil ich will jetzt gerade nicht kämpfen. Ich will jetzt eigentlich nur noch gucken, dass ich die Quest hier, dieses blöde Rätsel endlich fertig habe. In dem Schiffswrack sollen wir dann irgendwelche Tagebücher oder sowas finden, also irgendwas. Aber wenn es halt in dieser Kiste drin ist, in der Truhe, die konnte ich ja nicht öffnen. Wieder die Frage, die, wo war denn jetzt das Schiffswrack? War das links und dann? Ne, es war hier rechts, oder? Da vorne. Ja, ich gucke jetzt einfach mal rechts, war glaube ich nicht so weit. Ja, genau. So, und da stand drin, wir durchsuchen das Schiff und finden Hinweise. Das einzige, was ich hier finde, ist das Ding und das kann ich nicht öffnen. Ja. Schlüssel erforderlich. Die Quest ist verbuggt. Oder war da vorne noch irgendwas? Oh, es ist ärgerlich und nervig und ich weiß auch nicht. Wie soll ich das jetzt weitermachen, bitte? So eine Scheiße, echt. Gut, die Folge wird jetzt kürzer. Ich werde nach einem Lösungsweg suchen und vielleicht steige ich dann danach wieder ein, nach dem ganzen Trerei da. Aber ja, das wäre jetzt unnötig, wenn ich das Ganze aufnehme, weil das ist jetzt nur noch von A nach B gelaufen und ja, der Riva ist jetzt eh wieder salty. Von daher, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao.